Wir gehen weiter, um halbwegs das Ziel Richtung Mittag zu schaffen. Nachhaltige Besucherinnenlenkung. Frau Kim Ressa, darf ich Sie begrüßen? Sie sind schon am Weg. Mit einem Applaus, wenn wir Sie begleiten. Ja. Von Naturfreunde Internationale, da sind Sie zuständig für Erholungsnutzung und nachhaltige Tourismusentwicklung und ja, die nachhaltige Besucherinnenlenkung. Frau Ressa, die nächsten 5 Minuten gehören Ihnen. Ja? Gut, vielen lieben Dank. Ich bin sehr froh, dass meine Folien funktionieren, weil ich kann den Vortrag nämlich nicht auswendig. Und werde jetzt durch die Präsentation durchflitzen. Ich will natürlich der Mittagspause nicht im Weg stehen. Und zwar, ja, Respect Nature. Was macht Respect Nature? Wir wollen Bewusstseinsschaffung unter den Erholungssuchenden machen. Das heißt, wir sind jetzt auf der Seite der Erholungssuchenden. Und das Ganze ist eine Projektkooperation natürlich mit den Bundesforsten, allen voran mit der Martina Schwanzer und mir bei den Naturfreunden. Und die Laufzeit sind 5 Jahre und das Ganze findet österreichweit statt. Jedes Jahr 1 bis 2 Projektfallstudien in unterschiedlichen Forstrevieren in ganz Österreich. Ich kann ja selbst da, gell? Okay. Ah, schon. Okay. Danke. Ja, warum Respect Nature? Ich glaube, wir haben das alle erfahren oder zumindest gehört in Zeiten in den letzten 2 Jahren. Gab es vermehrt Aufenthalt in der Natur, was auch dazu geführt hat, dass es vermehrt zu Konflikten gekommen ist. Es freut uns natürlich aus Naturfreunde-Sicht sehr, dass mehrere Personen jetzt draußen sind, die Natur genießen und ihre Zeit dort verbringen, aber das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen. Die Frage, die wir uns stellen, ist ja, ist die Natur jetzt wiederentdeckt worden oder wird die Natur weiterhin als Kulisse verwendet, so eine sportliche Infrastruktur, schmaler Grat meistens. Und wie sieht es aus mit dem Bewusstsein über die Zusammenhänge zwischen Natur und Mensch? Das ist das, wo wir auch gerne ansetzen möchten. Und dabei sagen wir nicht, dass, oder was wir damit sagen wollen, ist, dass die Menschen nicht absichtlich sich fehlverhalten oft, sondern sie wissen es einfach nicht. Und mit unserem Projekt wollen wir das verbessern. Und dann einmal ganz kurz, also die Konsequenzen, auf der einen Seite super toll, mit Wohlbefinden steigert, mentale Gesundheit, physische Gesundheit und die negativen Seiten, Overcrowding, Overtourism und Nutzungskonflikte und das Ganze führt zu einem mangelnden Bewusstsein über die Zusammenhänge. Ja, wie machen das wir in unserem Projekt? Wir haben, wie gesagt, 1 bis 2 Pilotprojekte im Jahr in unterschiedlichen Regionen. Dieses Jahr sind wir im Mürzzuschlag, da werde ich dann kurz später drauf eingehen. Und suchen dort individuelle Lösungen für die Regionen. Das heißt, wir haben da immer unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Problemstellungen, unterschiedliche Stakeholder, die da eingebunden sind. Und deshalb auch immer andere Lösungsstrategien. Wichtig für uns ist die Zusammenarbeit mit möglichst vielen Stakeholdern. Und für uns, ganz wichtig, Naturfreunde, dass wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit unseren Ortsgruppen haben. Die Ortsgruppen sind unser Sprachrohr, das sind die, die lokal was umsetzen können, die lokales Wissen haben und auch wissen, was jetzt wirklich die Probleme sind und wer auch dabei helfen kann. Das machen wir unter anderem mit Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung abseits. Das heißt, wir haben natürlich sowas wie Vorträge, Bildungsbroschüren, Schulungen und so weiter. Aber wir wollen auch Wissen vor Ort transportieren. Das machen dann hauptsächlich unsere Ortsgruppen, dankenswerterweise. Und wir wollen auch im Feld informieren. Das bedeutet, ein Mittel dazu sind natürlich Informationsschilder vor Ort. Was darf ich, was sollte ich nicht tun und was soll ich tun? Und da kommen wir auch schon zu den Handlungsanleitungen. Ja, wir wollen positive Handlungsanleitungen geben für ein respektvolles Verhalten in der Natur. Und da kommt dieses Nudging, ich weiß nicht, ob das die eine oder der andere schon kennt. Wir wollen quasi auf etwas hinweisen, was die Menschen machen sollen. Das heißt, wir sagen nicht, macht das nicht, sondern bitte macht das. Und das sind quasi, man gibt ihnen Tipps, was sie machen können, ohne sie dazu zu zwingen. Da steigt die Akzeptanz dann meistens ein bisschen mehr. Ja, was ist bereits passiert? Ich weiß nicht, wie gut man sieht, das war unsere allererste Kampagne, um das Projekt einmal ein bisschen bekannter zu machen.
Ganz rechts haben wir uns auf das Thema Müll konzentriert. Also Abfall war ja ganz ein großes Thema, auch seit Covid. Es ist immer mehr Müll in der Natur liegen geblieben. Und da ist einmal aufgelistet, wie lange dauert eigentlich es, wenn bestimmte Sachen in der Natur verrotten oder verrotten sie überhaupt in einem Zeitraum, den man sich vorstellen kann. Wir haben das Ganze natürlich auch Social Media wirksam genutzt und stellen zum Beispiel solche Materialien unseren Ortsgruppen oder Naturfreunde-Hütten und so weiter zur Verfügung. Das heißt, es gibt zwar in der okay, hat ein Freund vier Beine, für ihn an der Leine, Hund im Wald an der Leine, aber das ist nicht die einzige Information, die wir den Ortsgruppen mitgeben, sondern auch, warum nicht, wieso und was soll man stattdessen machen. Als nächstes haben wir mit unseren Ortsgruppen, mit den ersten schon zusammengearbeitet, erfreulicherweise mit der Naturfreunde Jugend. Das heißt, wir haben die Kids schon dabei gehabt, das ist immer ganz wichtig. Und die haben dann etwas über Abfall in der Natur erfahren und waren dabei bei einer Müllsammelaktion mit unseren Zrucksackerl. Wir haben Zrucksackerl entwickelt, reißfest, wasserdicht und so weiter, wo man auf den Anweg die Jause mitnimmt und beim Zurückgehen wieder den Müll, den gesamten. Und ich gehe da aus Zeitgründen weiter zu unserem Pilotprojekt, das wir dieses Jahr haben in Mürzzuschlag. Wir haben da einen Aktivitätenpool gemeinsam entwickelt mit den Ortsgruppen, aus denen wir ein paar Dinge herausnehmen werden und dieses Jahr umsetzen. Wichtig ist, wie gesagt, die gemeinsame Lösungsfindung mit ihnen. Also wir können nur Sachen machen, wo die auch dahinter stehen und wo die sagen, ja passt, das wollen wir machen, das finden wir super. Und darunter ist in der Region zum Beispiel sehr beliebt, Bewusstseinsbildungsmaßnahmen bei Kindern schon zu machen. Man sieht da ganz rechts die Volksschule in Spital am Semmering. Ich habe sie in dem Fall maskiert, die waren nicht selbst maskiert, die gemeinsam zweistündige Einheit bekommen haben zur Abfall in der Natur, eine Müllsammelaktion gemeinsam gemacht haben und dann einen Zrucksackerl von uns und die waren ganz erstaunt, dass es nicht so toll ist, eine Banane am Berg liegen zulassen zum Beispiel. Und die Kinder tragen das dann hoffentlich auch an die Eltern weiter. Und zusätzlich hat eine aus unserer Ortsgruppe, die Michelle, aus der Ortsgruppe Mürzzuschlag, ein Bilderbuch entwickelt zum Thema Littering, wo sie illustriert hat, ja, der Sackerl Fritz und das Papierl Franz liegen am Berg und wie kommen sie auf dieser Reise wieder runter vom Berg, wo sie eigentlich hingehören, auch für Kinder. Digitales Routenmanagement, da setzen wir ein bisschen woanders an, schauen Routen, die nicht okay sind, gerade weil alles community-based ist, also jeder kann alles raufladen an Routen, dass dort die schlimmsten Routen entfernt werden, mit Begründung natürlich und den Autor, Autorin darauf hinweisen, warum, und im Gegenzug gute Routen, richtige Routen promoten und diese auch mit wichtigen Informationen quasi aufzufüllen. Unterstützung durch Infomaterial und Fakten für unsere Ortsgruppen natürlich. Die haben natürlich gern von uns Informationen, warum, wieso, was können wir machen. Und das wollen wir ihnen auch bereitstellen. Wir planen natürlich Vernetzungstreffen. Also die ganzen Regionen sollen natürlich untereinander miteinander sprechen, was denn die beste Lösung wäre für den Ort. Also mehr Facilitäten als einfach, dass wir was entscheiden. Und wir versuchen auch noch weitere Kooperationen einzugehen, in dem Fall mit der BOKU. Ist ein bisschen einfach, weil ich auch auf der BOKU bin als Lehrende, deswegen lasst ihr das leichter einrichten. Aber da haben wir die Exkursion eben in die Region gemacht, also mit Zuschlag, Windpark Betul, haben wir eben Begleitung gehabt von den Bundesforsten. Es hat dann sogar eine Windradbesteigung gegeben. Für die Studierenden war das, glaube ich, der reinste Adrenalinkick, unerwartet. Einige Mutige waren dabei und haben dann einen ganzheitlichen Einblick gekriegt in das ganze Gebiet. Ja, die Kampagnen von heuer, lass ich mal weg und komm gleich zum Schluss. Ich krieg schon Druck. Nur auf und es hat irgendeine Wirkung erzielt. Aber ja, bitte, funktioniert. Bitte. Ja, also was hoffen wir letzten Endes, dass es natürlich weitere Projekte gibt in dem Bereich. Wir sind halt wirklich für die Erholungssuchenden zuständig und können da nicht in ganz viele andere Bereiche auch reingreifen.
Zusammenhang Mensch und Natur klarer machen, einfacher machen, komplexe Themen an die Menschen ranbringen, sagen, okay, was bedeutet das, was kannst du machen oder was sollst du machen und warum sollst du manche Dinge nicht machen? Das ist unser Anliegen in diesem Projekt. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören.